Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu der Ruhr 1. Ja, auf uns warten jetzt massiv viele Missionen, aber wir machen zuerst die Alien Abduction, das Swarming Natur auf Close Quarters. Diesmal haben wir ein etwas heftigeres Team, da die Mission wie gesagt Swarming ist. Tactical Disaster führt uns hier an, Lea ist unser Sniper, Dark Lord unser Rocketeer, Silas Fischer unser Gunner, Leon M. unser Scout, Jessica Hackett, unser Medic, Yusuf, unser Engineer und dann haben wir Therese Jensen als Archer. Und ich würde mal sagen, los geht's. Hier können wir ja quasi alles erwarten. Prepare for deployment, Strike One. Beginn Assault. The area of engagement for this mission will be in India. We're still picking up transmissions indicating alien movement in one of their major city centers. We should get down there and secure the area ASAP. Nun gut, diesmal ist es die Bank. Wir wissen jetzt, dass direkt beim Drive-In ein Melkkanister ist. Danke für die Info. Strike Team has reached the AO. Requesting authorization to deploy. Solid copy, Big Sky. Strike One is cleared to engage. Geh doch mal bitte hier hin. Auf dem Dach eventuell. Kann ich von hier aus leider nicht prüfen. Geh mal dahin. Was siehst du? Berserker und Mutons. Also, ja, Berserker hat drei Mutons, ein Floater. Sonst haben wir aber nichts gesehen. Schade. Moment. Also bis hierhin können die definitiv nicht sehen. Das heißt für mich, dass sich Lea hier hinstellt. Gut, zwei Flankierungen. Vielleicht verminen wir den ganzen Weg noch. Falls die hier lang rennen wollen. Na komm, dahin. Launching Proximity Mine. Schön. Silas. Ja, Double Tap müsste ich weiter vorne parken. Dich dementsprechend auch. Na komm, Tactical geht hierhin erstmal. Silas dahin. Dark Lord macht sich mal hier steady. Und du gehst hier hin. Lea, steady weapon. Und abwarten. Noch ein Berserker mit einer Menge Floater. Seeker. Das wäre ein Traum, wenn der Schuss nicht blockiert wäre. Kannst du den Simmen von hier aus? Nein. Aber natürlich könnte man das Büro hier noch weiter verminen. Ganz genau, wenn die hier lang fliegen. Deploying mine. Gut. Wir haben festgestellt, dass du mir von hier aus nichts bringst. Dementsprechend gehst du dahin. Machen wir dich hier mal steady. Du bleibst steady. Feldposten, Feldposten, Feldposten. Runde beenden.
Ja. Immerhin ein Blatt gemacht. Den Rest treffen wir nicht mal. Die Frage ist, wo ist jetzt der Sinman hin? Und höchstwahrscheinlich ist da irgendwo noch ein weiterer Pod. Na komm. Combat Rush? Sehr gut. Hm. 62% könnte hinhauen. Nein. 100, 100, 100, 100. Lea, mach die mal für mich platt. Gut. Kannst du dich wieder steady machen? Du bleibst im Feldposten. Du bleibst im Feldposten. Du bleibst steady. Hab ich mein Double Tap schon verbraucht? So, nur noch ihr beiden. Runde beenden. Ja, dieser Sinman ist auch ein Held. Sehr schön. Sag nicht, dass das Spiel abgestürzt ist, weil der Deckung sucht hinter einem Objekt, das nicht mehr vorhanden ist. Komm, Spiel. Bewegt sich noch. Die Aufnahme läuft auch noch. Naja, schauen wir uns das jetzt noch ein paar Sekunden an. Ansonsten muss ich gleich mal die Aufnahme beenden und ein Autosave laden. Ich glaube, das machen wir auch, weil da tut sich nichts mehr. So, da sind wir wieder. Also nochmal von vorne. Vielleicht lasse ich auch Lea diesmal die beiden hier abräumen. Na komm, machen wir. Lea braucht zwar keine Kills mehr. Aber irgendwas muss ich anders machen, sonst hängt es sich wieder auf. Gut. Lock and load und steady web. Feldposten, Feldposten. Ich glaube, hier könnte man die Mine mal erneuern. Dann rennt er vielleicht durch zwei Minen durch. Der Sinman hat ja vorhin hier Deckung gesucht. Und Runde beenden. Oh, der schießt mal hier rein. Oh, die bewegen sich diesmal auch. Das ist interessant. Immerhin haben wir jetzt einen Combat Rush. Und er regeneriert Gesundheit. Soll mir recht sein. Na dann, erstmal eine Cam für dich. Mein Dicker. Dann. Leon, gib uns hier mal bitte. Holo.
Ach ja, du hast keine Shotgun mehr. Komplett verdrängt. Ist aber in Ordnung. Holo ist gegeben. Tactical. Gut. So, nochmal so ein Hit. Naja, null Crit. Das passt dann schon. Oh, der killt sich selbst. Schade. Na dann, wer killt mir jetzt den Muton? Wobei. Ich will nicht die hintere Mauer wegsprengen. Oder will ich es doch? Na dann, schieß mal so, damit Lea ein bisschen Krach machen kann. Wo ist das denn, mein Händen? Na komm, Silas. Rück mal auf. Ach, guck mal, da steht er. Gut. Lea sieht immer noch nur ein Ziel. Yusuf darüber. Sein Muton zu fangen wird ein bisschen schwierig. Oh. Wenn es vom Crit her reicht, ne? Lea, geh dahin. Also erstmal dem hier eine verpassen. Sauber. Und der andere wird es höchstwahrscheinlich überleben. Es sei denn, der Crit reicht aus. Überlebt. Ist aber egal. Halb so wild. Und du beendest deine Runde. Der Bot da hinten macht mir jetzt noch Sorgen. Und der vergiftet sich. Vielleicht können wir den jetzt gefangen nehmen. Wäre interessant. Dazu dürfte nur die Marder hinten mal nicht verbrennen. Mindfrey 50%. Hat sonst noch jemand Mindfrey hier in diesem Trupp? Jessica. Heading for that location. 42% nur. Probier's. Nun denn, alles würde ihn jetzt killen. Dementsprechend versuchen wir es einfach mal in Gefangen zu nehmen. Leider nicht. Tactical. Weißt du was, Terrorist? Du holst hier den Kill. Du brauchst ja auch eine ganze Menge Kills. Und an der Front nützt du mir halt ein bisschen mehr. Feuer. Gut. Lea, lock and load. Und steady. Tactical. Hier hin und nachladen. Du hier hin und steady. Feldposten. Feldposten. Und die kommen zurück. Da können wir den Berserker diesmal fangen. Vorausgesetzt, wir können ihm ordentlich einheizen. Keiner trifft was.
Nun gut. Ah, du willst direkt hier kuscheln? Ja, nicht Hemd für dich. So soll es auch sein. On my way. Also denn, Cam raus. Jetzt sollten wir zuerst einen Smoke gönnen. Wir werden sehen. So. Verpasst ihm Silas erstmal eine. Brauchbar. Nein. Leon. Wir müssen ihn halt wieder zurücktreiben. Wobei, ich hätte ja Command. Im Fall der Fälle. Tactical. Gut. Oh, ich habe kein Command mehr. Lea 99%. Wir haben ein kleines Problem. Der hat noch einen Hitpoint. Wie kriege ich jetzt einen Hitpoint von ihm weg? Na komm, du machst mir mal den hier platt, Terrys. Soweit es Plattmachen möglich ist. Ah. Na komm, Dark Lord, weg damit. Dementsprechend kannst du irgendwo hin, wo die Deckung nicht brennt. Und zum Beispiel... Moment. Ja. Dem hier eine schöne, saubere Granate verpassen. Oder so, vielleicht geht die Karre hoch. Nee, der Typ hier ist mir einfach zu dicht dran. Die macht nur 6 Schaden. Dann doch eher so. Ich habe dich aber schon in Deckung bewegt, oder? Ja. Vielleicht konzentrieren die sich ja alle auf meinen Mac. Wäre ja auch eine Option. Moment, ich habe da immer noch Schritte gehört. Lea. Au. Unnötig. Du triffst nicht. Müsste ich jetzt erstmal Lea zusammenflicken, wie es aussieht. Du triffst auch nicht. Da ist noch mal einer. Oh, oh. Lea. Oh. Noch ist Lea nicht verletzt. Wow, das war ja mal eine spektakuläre Explosion. So spektakulär waren die Explosionen ja noch nie. Hm. Reicht das eventuell? Ich glaube, das wird kein Treffer. Doch, aber es reicht nicht. Nun gut. Ja. Ja, da hinten können wir ein bisschen Sprengmeister spielen. Der Tresor steht ja noch. Die Tür kriege ich eventuell auch weg. Nee, die Tür ist noch dran. Ja, du hast leider kein Dings.
So, na, das passt schon. Könnten eigentlich nur hoffen, dass das Ding nach links zieht. Oh. Das ist besser. Ganz genau, jetzt sollte Lea schießen. Nur 49%. Wer trifft ja Therese? Therese trifft. Gut. Mhm. Feuer. Sehr schön. Es ist ein weiterer Bot da draußen. Oder noch ein zusätzlicher Gegner, den wir nicht sehen. Auf jeden Fall musst du mal Lea verarzten in der nächsten Runde. Nachladen. Gucken wir mal. Also das kam unerwartet. Vielleicht können wir noch einen Muton gefangen nehmen. Hm. 100% Feuer. Ja, das Teil hält schon ordentlich viel aus. Hm. Geh mal bitte hier mit rüber. Auch mal 100. Gut, Dark Lord. Hm. Wie schaut's denn aus? 72%. Oh, jetzt kannst du nicht verarzten. Na komm, probier's einfach mal mit 72%. Gut. Oh. Na dann. Pistolen-Action? Auch nicht verkehrt. Du bleibst auf jeden Fall dicht dran. So, ein Hitpoint muss er noch loswerden. Ah. Ja, du würdest ihn auf jeden Fall killen. Weißt du was, wir geben dir sogar Deckung, damit du nicht auf die Idee kommst, wegrennen zu müssen. Ja, du gehst mal dahin, dann suppressen wir dich noch dazu. Dann probieren wir es vielleicht auch nochmal mit der Pistole. 1%. Nee, komm. Du lädst nach. Und du beendest deine Runde. Gut. Freundchen, ich glaube, das wird so nichts. Der hat nicht nachgeladen. Was für ein Scherzkeks. Oh, wenn du krittest, ist er erledigt. Hab ich eine andere Variante? 42%iger Mindfray. Mhm. Ja, noch andere Optionen. Jetzt bräuchte ich Annette. Hm. Hat halt immer noch nicht nachgeladen. Ja, ran. Du verarztest jetzt endlich leer. So leer.
Wobei, Lea hat ja mit die größte Pistole hier, aber... Ah, sie ist in Panik. Soll ich es riskieren? Probier's einfach. Nicht kritten. Ach, du triffst noch nicht einmal. Wow, das ist mir jetzt viel zu gefährlich. Mach mal steady. Er hat nachgeladen. So, nochmal. Nee. Huiuiuiuiui. Hätte ja noch Command. Nein. Schade. Nun gut, ab nach Hause. Immer diese Zeitverschwendung, ne? Dann haben wir jetzt noch das Small Landing. Jetzt die Beförderung. Eigentlich habe ich nicht darauf geachtet, ob hier jemand befördert wird. Therese. Ja, danke schön. Ja, das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Mehr Granaten oder die Möglichkeit, Deckung zu zerstören, ohne auf Granaten angewiesen zu sein. Ist beides gut. Na komm, nehmen wir Granaten, weil drei sind einfach zu wenig. So, continue. Scheiß, wir nichts fangen konnten. Nur drei Meld und dann 15 Credits verdient. Und dann haben wir die Landing Site. Und ja, dafür lasse ich mir dann wieder was einfallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.